Am Anfang standen Visionen von der Raumfahrt, der Traum, in fremde, unbekannte Welten vorzudringen. Jules Vernes Roman Von der Erde zum Mond, der 1865 erschien, war eine Utopie. Eine Kanonenkugel, eingerichtet wie ein Salon jener Zeit, sollte als Raumschiff dienen und wurde aus einem kilometerlangen Kanonenrohr mit viel Schwarzpulver zum Mond geschossen. Ein kleiner Junge, Hermann Obert, las den Roman fasziniert und entdeckte sogar die technischen Fehler. Später wurde er von der deutschen Seite als Vater der Rakete bezeichnet. Nach dem Studium legte er die wissenschaftliche Grundlage für die Raumfahrt. Er konstruierte sogar schon zu seiner Zeit eine bemannte Mondrakete. Alle technischen Details einer modernen Rakete waren in seinem 1923 erschienenen Buch »Die Rakete zu den Planetenräumen« bereits angelegt. Der Russe Konstantin Tsiolkovsky entwarf schon um 1900 Raketen. Er nannte sie Reaktionsapparate oder Rückstoßapparate. Schon damals erklärte er, unter welchen Bedingungen eine Rakete die Erdanziehung überwinden könnte. In den USA beschäftigte sich Robert Goddard mit dem Bau von Raketen. Er konstruierte sie zunächst aus alten Rohren und Metallabfällen. Der erste Start einer Flüssigkeitsrakete gelang ihm 1926 in Massachusetts. Später setzte er seine Versuche in New Mexico fort. Obert, Tsiolkovsky und Goddard kamen unabhängig voneinander zu ähnlichen Ergebnissen. Der Gedanke, die Erde mit einem Raumschiff zu verlassen, faszinierte die Öffentlichkeit in den 30er Jahren. Die Künstler und Schriftsteller ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Auch in den Kinderzimmern beschäftigte man sich mit der Raumfahrt. Bei einem UFA-Film wurde Hermann Obert als Sachverständiger verpflichtet. In diesem Stummfilm, da startet ein Weltraumschiff. Und ja, wie macht man das in einem Stummfilm? Unten läuft Text mit. Und die haben probiert, wie jeder von uns es auch tun würde, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Aber der Zuschauer erwartet ja nichts. Bei welcher magischen Zahl soll er ein Ereignis erwarten? Und da hat mir Fritz Lang erzählt, hatte er den Gedanken, rückwärts zählen. Und jeder, auch der Laie, wird denken, bei 0 passiert's. Und da hat er also das Rückwärtszählen bis 0 und auf der Leinwand sieht man nun, wie die Flammen da losschlagen und der Qualm sich entwickelt, das Raumschiff abhebt. Und damit hat also Herr Lang diesen Countdown erfunden aus stummfilmtechnischen Gründen. Und Werner von Braun hat mir später erzählt, der hat als Kind den Film gesehen und da hat ihm sofort eingeleuchtet, so macht man das. Und möglicherweise ist so die Countdown-Technik, die Countdown-Praxis in unsere Geschichte eingegangen. Eine Euphorie für die neue Technik erfasste viele Menschen. Überall auf der Welt bildeten sich Erfindergruppen, die Raketen entwickelten. Sie versuchten, die neue Technik für alles anzuwenden. So kamen einige Pioniere sogar auf die Idee, mit den Raketen Post zu befördern. Das Projekt wurde wegen ungenauer Zustellung nicht weiterverfolgt.
Bereits in den 30er Jahren wurden die beiden grundlegenden Antriebsverfahren entwickelt. In der Pulverrakete, heute würde man von einer Feststoffrakete sprechen, verbrennt eine Art Schießpulver. Durch die chemische Reaktion entsteht ein Gas, das sich nur in einer Richtung ausdehnen kann. Der Rückstoß treibt die Rakete nach vorne. Wie man sieht, reicht das Grundprinzip nicht aus. Es kommt auch auf das Verhältnis der wirkenden Kräfte an. Technisch anspruchsvoller und auch raffinierter sind die Flüssigkeitstriebwerke. Johannes Winkler und Rudolf Nebel waren neben Hermann Obert und vielen anderen Aktivisten in Deutschland engagiert, um zunächst einmal das Triebwerk für die Rakete zu schaffen. Die Pioniere des Vereins für Raumschifffahrt schrieben Bücher und machten damals öffentliche Vorführungen, um ihre Arbeit zu finanzieren. Der Volksmund nannte diese Idealisten die Narren von Tegel. Sie trafen sich auf dem Raketenflugplatz Berlin-Reinickendorf. Damals war auch schon der junge Werner von Braun dabei. In den Experimenten wurden flüssige Treibstoffe gezündet, um durch eine Düse einen Rückstoß zu erzeugen. Rolf Engel erinnert sich an die Versuche. Welches Ziel wollten Sie damals erreichen? Was war das technische Problem? Eine saubere Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, sei es Benzin, Benzol, mit flüssigem Sauerstoff. Für die Einspritzung mussten also die Flüssigkeiten sehr fein zerstäubt werden. Dann mussten sie sich schön durchdringen, dass die Flammenfront gleichmäßig steht in der Brennkammer, damit die Treibstoffe verbrennen und austreten. Und nicht wie üblich mit einer Riesenflamme der größte Teil des Treibstoffes umsonst ist. Der geht also einfach nicht in den Vortrieb hinein. Und das ist das Kernproblem gewesen. Dann diese wahnsinnigen Probleme mit dem Wärmeübergang, wo wir einen großen Teil der Theorie erst selber schaffen mussten, weil es das nicht gab. Hermann Obert entwickelte die Raketenantriebe und die kleinen Versuchsraketen damals in der Autowerkstatt seines Freundes Paul Förster. In Zusammenarbeit mit Rudolf Nebel entstand die sogenannte Kegeldüse. Damals war das die optimale Form für eine Expansionsdüse. Der Brennstoff und der flüssige Sauerstoff wurden von zwei Seiten in die Kammer gesprüht, vermischten sich und verbrannten. Die Gase schossen aus der Kegeldüse heraus. Eugen Sänger, der später auch Raumflugzeuge entwickelte, löste mit einem genialen Trick ein zentrales Problem der Raketenpioniere, nämlich ein leichtes Triebwerk aus dünnen Metallen zu bauen, das dennoch die extremen Temperaturbelastungen aushält, ohne zu schmelzen. Sänger entwickelte eine sogenannte Zwangsumlaufkühlung, mit der er die Teile kühlen konnte, die den extremen Temperaturen bis zu 3000 Grad ausgesetzt waren. Später erhielt er das Patent für diese Erfindung, die eine Weiterentwicklung des Prinzips war, das Obert und auch Sander bereits vorher entworfen hatten. Ganz bemerkenswert war, dass er zur Bewältigung der thermodynamischen Belastung einer Brennkammer auch damals die Zwangsumlaufkühlung erfinden musste. Und diese Erfindung hat dann auch zu einer Reihe von Patenten geführt. Ich möchte hier kurz diese Zwangsumlaufkühlung erklären. Normalerweise wird der Brennstoff, und auch das hatte er schon richtig vorgesehen, entweder Kohlenwasserstoffe oder Wasserstoff verbrannt werden mit dem Oxidator, das ist der Sauerstoff. Und dieser Oxidator ist in der Regel kalt, aber dasselbe gilt auch für den Brennstoff. Und solange er noch kalt ist, kann er nun die heiße Brennkammer umströmen. Und durch diese Ummantelung und durch diese Umströmung mit einem kalten Brennstoff ist es möglich, eben die Brennkammertemperatur in akzeptablen Limits zu halten. Als sich das Heereswaffenamt für die neue Technik interessierte, stand genügend Geld für die Raketenentwicklung bereit. Von den Pionieren stieg Werner von Braun schnell zu einer exponierten Figur auf. Da durch den Versailler Vertrag die Entwicklung weitreichender Geschütze in Deutschland verboten war, sah das Militär in den Raketen einen Ersatz für die Artillerie. Die Prinzipien, die die Pioniere entdeckt hatten, wurden unter der Führung von Werner von Braun für Hitlers Heer in Peenemünde zu einer mächtigen, ausgereiften Rakete weiterentwickelt. Aggregat 4 war der interne Name. Aus Gründen der Propaganda bezeichnete sie Hitler als Vergeltungswaffe. Abkürzung V2. Diese Rakete mit 14 Metern Länge und 10 Tonnen Gewicht war der erste fern- und selbstgelenkte Flugkörper der Welt. Die Entwicklung in Peenemünde dauerte von 1937 bis 1943.
Beim Serienbau der sogenannten Wunderwaffe wurden Zwangsarbeiter eingesetzt. 1942 gelang der erste erfolgreiche Start. Die V2 erreichte eine Endgeschwindigkeit von 5600 Kilometer in der Stunde. Bis zum Kriegsende sollten noch über 4000 weitere Starts im Kriegseinsatz stattfinden. Nach dem Krieg übernahmen die Siegermächte Hitlers Raketentechniker. Durch seine Erfolge mit dem amerikanischen Mondprogramm wurde später Werner von Braun am bekanntesten. Die modernen Raketentriebwerke funktionieren auch heute noch nach den Prinzipien, die die Pioniere damals entdeckten. Die Europarakete Ariane 5 hat Feststoffraketen an beiden Seiten. Ein Treibsatz, der an den Wänden dieser sogenannten Booster aufgebracht ist, wird später beim Start den größten Teil des Schubs erzeugen. In der Mitte, im Hauptteil der Ariane 5, sieht man das Flüssigkeitstriebwerk der ersten Stufe. Der Treibsatz der Feststoffraketen wird gemischt aus pulverigen Brennstoffen und einem Sauerstoffträger. Bindemittel aus Plastik oder asphaltähnlichen Substanzen halten die Stoffe zusammen. Mit der Form eines Sterns wird die Oberfläche des Treibsatzes vergrößert, sodass der Booster beim Abbrennen, in der ersten Phase des Starts, einen besonders großen Schub erreicht. Bei der Konstruktion eines modernen Flüssigkeitstriebwerkes findet man alle Elemente der ersten Entwürfe wieder. Zum Beispiel die Zwangsumlaufkühlung mit dem kalten Treibstoff. Nur heute werden die Kühlkanäle mit der fortgeschrittenen Werkzeugtechnologie in den Triebwerkskörper gefräst und nicht mehr, wie bei Sänger, als Rohrleitung um das Triebwerk herumgelegt. Trotz der gleichen Prinzipien haben die modernen Triebwerke wenig mit den ersten Entwürfen zu tun. Während Oberts Kegeldüse 1929 bei einem amtlichen Test einen Rückstoß von 7 Kilogramm erzeugte, produziert das Vulkantriebwerk der Ariane einen Schub wie 60.000 VW Golf. Die Treibstoffe werden mit hohem Druck in die Brennkammer gepresst. Ein Gasgenerator treibt die Turbinen an, die Turbinen wiederum die Pumpen. Jede Sekunde werden 250 Liter Treibstoff befördert. Allein die Turbopumpe hat eine Leistung von 20.000 PS. Können die chemischen Antriebe heute noch verbessert werden? Die Leistung der chemischen Antriebe hat ihre Grenze im Wesen der chemischen Reaktion, die stattfindet. Man kann nicht mehr als 100% erwarten und wir sind wohl sehr dicht dran. Sie wissen, wir erreichen mit den Raketentriebwerken 98-99% Wirkungsgrad. Mehr können Sie nicht erwarten. Das liegt an der chemischen Reaktion. Feststoff- und Flüssigkeitsantriebe sind zwar beides chemische Antriebe, haben aber unterschiedliche Eigenschaften. Der Raketenantrieb beruht darauf, dass durch die Verbrennung viele kleine Masseteilchen, Moleküle, mit großer Geschwindigkeit aus dem Triebwerk geschleudert werden und dadurch die große Masse der Rakete langsam in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Feststoffantriebe schleudern die Moleküle verhältnismäßig langsam heraus. Dafür erzeugen die recht schweren Abgasmoleküle aber einen großen Schub. Trotz seiner 3 Millionen PS könnte das Flüssigkeitstriebwerk die Rakete beim Start nicht bewegen. Erst die Feststoffbooster mit ihrem großen Schub drücken den Koloss in den Himmel. Später bringt das Flüssigkeitstriebwerk die Rakete auf Geschwindigkeit, weil seine leichten Abgasmoleküle eine besonders hohe Ausströmgeschwindigkeit haben. Raketen bestehen aus mehreren Stufen, die über oder nebeneinander angeordnet sein können. Jede Stufe hat Tanks und Triebwerke und in der letzten Stufe ist der Satellit die Nutzlast untergebracht. Das Startgewicht einer Rakete besteht fast zu 90% aus Treibstoff, zu 9% aus dem Raketenkörper und nur 1% bleibt für die Nutzlast übrig. Wozu braucht man die verschiedenen Stufen, die bei jedem Flug verloren gehen und nicht wiederverwendet werden können?
S4B Propulsion Stage Monitoring. Start der Apollo-Mondmission mit der Saturn V. Damit die Rakete starten kann, müssen die Antriebe einen Schub erzeugen, der die Erdanziehungskraft überwindet. Bei einem Startgewicht von 1000 Tonnen werden also mehr als 1000 Tonnen Schub benötigt, damit der Träger abhebt. Während des Fluges wird die Rakete durch den Verbrauch der schweren Treibstoffe schnell leichter. So kann sie ihre Geschwindigkeit immer weiter steigern. Setzt man chemische Antriebe voraus, so wird die Endgeschwindigkeit davon bestimmt, wie schnell die verbrannten Treibstoffe die Rakete verlassen und wie schwer die Nutzlast und die zu befördernde Raketenstruktur ist. Der russische Raketenpionier Tsiolkovsky hat das Prinzip entwickelt. Ist eine Stufe ausgebrannt, so wird die leere Hülle abgesprengt. Dadurch verringert sich das Gewicht weiter. Nur so kann man bislang eine Endgeschwindigkeit von 28.000 Kilometern in der Stunde zur Überwindung der Erdanziehung erreichen und mit der kleinen Nutzlastkapsel in eine Erdumlaufbahn einschwenken. Am Ende der Mission tritt die Kapsel mit den Astronauten wieder in die Erdatmosphäre ein. Sie wird durch die dichte Lufthülle der Erde extrem abgebremst. Die Reibungsenergie würde die Kapsel verbrennen, wenn sie nicht ein Hitzeschutzschild hätte. Durch die hohe Geschwindigkeit der Kapsel wird die Luft so stark komprimiert, dass sie ionisiert. Vor dem Hitzeschutzsystem bildet sich also ein Plasma. Es entstehen Temperaturen von über 1000 Grad. Die Kapsel fällt der Erde entgegen. Die Fallschirme bremsen den Sturz ab. Trotzdem wird das Verfahren beschönigend Landung genannt. Das Landen ohne Treibstoffverbrauch ist zwar sehr flugökonomisch, denn dafür muss man nichts ins All schaffen, aber technisch wenig elegant. Auf einem fremden Planeten wäre dies eine Landung ohne Wiederkehr. So arbeiteten die Raumfahrttechniker an Alternativen, vor allem für eine Mondlandung. Und 1957 schossen die Russen mit dem Sputnik den ersten Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Kurz darauf einen Hund und dann beförderten sie mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All. In den USA sprach man vom Sputnik-Schock. Den Technologievorsprung der Russen wollten die Amerikaner schnell aufholen. Schließlich hatte die Sowjetunion bereits mit dem Sputnik auch ihre Fähigkeit demonstriert, militärische Interkontinentalraketen zu bauen. Im Kalten Krieg der Systeme wollten die Vereinigten Staaten die Überlegenheit der westlichen Technik und damit des westlichen Systems beweisen. Das sogenannte Space Race, wie es in den USA genannt wurde, begann. Der Anfang war jedoch für die amerikanischen Techniker nicht so einfach. Sie mussten unzählige Fehlschläge einstecken. Auch der Wettlauf um den Mond in den 60er Jahren war in erster Linie politisch motiviert. Nachdem der amerikanische Senat ungeheure Finanzmittel zur Verfügung stellte, versuchte Wernher von Braun mit seinem Team die neue Aufgabe zu lösen. Hatte man bislang nur kleine Kapseln in eine Umlaufbahn geschossen, so sollte Wernher von Braun nun Astronauten zu einem entfernten Himmelskörper bringen, dort sanft absetzen, sie später erneut starten lassen und sie unbeschadet wieder zur Erde holen. Ein kompliziertes Strategiespiel begann. Es entstanden unzählige Entwürfe unterschiedlicher Mondfähren. Diese abgespeckte Landefähre wurde scherzhaft das fliegende Bettgestell genannt, denn sie war auf die wesentlichen Elemente für das Flugtraining reduziert. Bei den Übungsflügen kam es auch zu Unfällen,
Denn sowohl die Piloten, die lernen mussten, damit zu manövrieren, als auch die Konstrukteure der Mondfähre wagten sich auf ein neues Gebiet. Um die Landefähre, die Astronautenkapsel und die Stufe für die Mondreise ins All zu befördern, wurde eine gigantische Rakete entwickelt. Bei einem direkten Flug auf die Mondoberfläche und zurück hätte die Saturn-Rakete doppelt so leistungsfähig sein müssen. Deshalb flogen die Apollo-Kapsel, ein Servicemodul und die Landefähre zum Mond. Ein Astronaut blieb mit dem Servicemodul in einer Mondumlaufbahn, während die beiden anderen Astronauten mit der Fähre auf dem Erdtrabanten landeten. Nach der Erkundung des Mondes begann die Rückreise. Die Mission, mit einem wiederverwendbaren Raumschiff zu fliegen, wäre Illusion gewesen. Alles, was nicht mehr gebraucht wurde, musste zurückbleiben. Das Landeelement der Fähre blieb auf dem Mond. Nach dem Umstieg der Astronauten in die Kapsel ließ man die Fähre im Mondorbit und das Servicemodul verglühte in der Atmosphäre. Auf der Erde kam nur noch die Apollo-Kapsel mit den Astronauten an. Der nächste große Schritt war der Bau des Space Shuttle. Ein eleganterer Zugang zum Weltraum sollte möglich werden. Auch hier begann die Umsetzung der Idee mit Skizzen, verschiedenen Konzepten, bis sich schließlich ein Entwurf durchsetzte. Wir wollten ursprünglich ja noch Ende der 60er Jahre eine zweistufige Shuttle bauen, bei der beide Stufen wiederverwendbar waren. Die erste flog dann zurück, von einem Piloten gesteuert, ungefähr von der Größe einer 747. Und die zweite Stufe auf ihrem Buckel hatte die Stufe die Größe einer DC-9, etwa ja, 737 wäre das heute. Und das wäre unwahrscheinlich teuer geworden. Und da hat damals bei uns der Bundesrechnungshof und der Präsident Nixon gesagt, also eine Shuttle brauchen wir schon, aber macht das mal billiger. Und dann haben wir die allerbilligste eines Tages dann wirklich gebaut, die eben nicht voll wiederverwendbar ist, wo wir immerhin den Außentank noch abwerfen. Als nach 8 Jahren Konzeption, Planung und Bau 1977 das erste Shuttle aus der Halle rollte und für einen Versuchsflug auf einen Jumbojet montiert wurde, hatte sich das Konzept ans Machbare angepasst. Zum ersten Mal gab es eine Art Raumtransporter, der der NASA gleichzeitig als Raumstation dienen sollte. Das größte Element des Shuttle-Systems ist der riesige Tank für flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff. Er fasst etwa 2 Millionen Liter Treibstoff. Ein Golf könnte damit 625 Mal um die Erde fahren. Außerdem gibt es 2 Zusatzraketen, sogenannte Booster, mit über 1000 Tonnen festem Treibstoff als Starthilfe. Nicht nur Satelliten kann das Shuttle in seinem Frachtraum mitnehmen, um sie im Orbit auszusetzen. Auch das Space Lab passt in den Laderaum. Mit diesem Labor wird der geschlossene Raum für Astronauten und wissenschaftliche Experimente vergrößert. Alles, was teuer ist, wie zum Beispiel das Hitzeschild mit seinen Kacheln, Cockpit, Bordcomputer und Flugsteuerungssystem und natürlich die Triebwerke sind ins Shuttle integriert und können so wiederverwendet werden. Ein Spezialfahrzeug, eine riesige Raupe, kriecht mit der 2000 Tonnen schweren Starteinheit, also mit dem Shuttle, dem externen Tank und den beiden Boostern zum Startplatz. Beim Start erzeugen die Antriebsaggregate eine Leistung wie 135 Jumbojet-Triebwerke. 7 bis 8 Astronauten können mitfliegen. Außerdem ist es möglich, eine Nutzlast von bis zu 30 Tonnen in den erdnahen Orbit zu transportieren. Die Flügel des Shuttles nutzen bei einem vertikalen Start, also einem herkömmlichen Start, nichts, weil sie so keinen Auftrieb erzeugen können. Im Gegenteil, wie das Fahrwerk sind sie nur Ballast, der jedoch für die Landung benötigt wird. Nach etwa 2 Minuten hat das Shuttle eine Höhe von 50 Kilometern erreicht. Die Feststoffbooster sind nun ausgebrannt und werden abgesprengt. Es gibt Planungen der NASA, die ausgebrannten Booster automatisch zum Startplatz zurückfliegen zu lassen. Bislang sind sie allerdings nur mit simplen Fallschirmen ausgestattet.
Wenn man sie aus dem Wasser gefischt hat, werden sie wieder für den nächsten Flug aufgearbeitet. Der leere externe Tank wird nach 8 Minuten abgeworfen, kurz bevor das Shuttle eine Erdumlaufbahn erreicht. Für jeden Start muss ein neuer Tank gebaut werden. Im niedrigen Erdorbit können die Astronauten dann auspacken. Das Shuttle ist auch in der Lage, Satelliten für eine Reparatur zur Erde zurückzubringen. Sie werden in der Ladebucht mit ihren 18 Metern Länge und 5 Metern Durchmesser untergebracht. Rot-gelb glühen die hitzebeständigen Keramikkacheln durch die Reibungsenergie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. In etwa 18 Kilometern Höhe beginnt ein antriebsloser Gleitflug. Für einen Segelflug reichen die extrem kleinen Flügel eigentlich nicht aus. Die antriebslose Landung ist ein recht großes Risiko. Der Pilot hat nur einen Versuch. Er kann nicht durchstarten und die Rollbahn zum zweiten Mal anfliegen. Er kann auch seine Geschwindigkeit beim Anflug kaum variieren. Das Shuttle setzt mit fast 400 Kilometern in der Stunde auf. Nach jeder Landung auf einer extrem langen Rollbahn muss das Shuttle fast bis zur letzten Schraube auseinandergenommen werden. Zero Timing nennen die Techniker diese Überholung. Sie kostet 57 Millionen Dollar. Solch eine Generalüberholung wird bei einem Flugzeug, das täglich fliegt, nur alle 5 bis 6 Jahre durchgeführt. Bis das Shuttle für den nächsten Start einsatzfähig ist, vergehen Monate. So wird zum Beispiel das Hitzeschild auf Beschädigungen untersucht. Defekte Keramikkacheln müssen mühsam herausgelöst und neu hergestellt werden, denn jede Kachel ist eine Spezialanfertigung. Alles zusammengerechnet verschlingt jeder Flug des Shuttles etwa 750 Millionen Dollar. Das Space Shuttle ist zwar eleganter als die herkömmlichen Raketensysteme, aber trotz Wiederverwendung als Nutzlasttransporter viel zu teuer. Der Traum von einem wirklich wiederverwendbaren Raumflugzeug zu vertretbaren Kosten ist noch in weiter Ferne. Aber es wird daran gearbeitet.